Toms Wheel World. Heute gebe ich euch einen Rat. Hahaha, lustig. Nein, wir wiegen heute 6 verschiedene Radsätze, die sich über die Jahre bei mir angesammelt haben und werden feststellen, dass manche doppelt so schwer sind wie andere. Los geht's nach dem Intro. Aus dieser Kiste von Einzelteilen habe ich mir in letzter Zeit einen Rollstuhl zusammengebaut. Dabei habe ich versucht, möglichst auf Leichtbau zu achten. Und mir ist aufgefallen, das Ganze fängt schon bei den Rädern an und hier lässt sich richtig viel Gewicht sparen. Alle Räder, die ich heute wiege, sind 24 Zoll Räder und sie werden mit Steckachse gewogen. Als erstes kommt ein Standardrad. Das wird relativ häufig verbaut. Es ist ein Marathon Plus Reifen drauf und ein Edelstahl Greifring. Jawohl, mit guten 2,2 Kilo pro Rad nicht besonders leicht. Das nächste, was kommt, ist das Kyschal Starek Rad, was auf meinem Rollstuhl im Auslieferzustand montiert war. Es ist ein Marathon Plus Reifen drauf und ein Surge LT Greifring. Mit gut 2,1 Kilo auch nicht besonders leicht. Dieses Rad ist nur deshalb leichter als das erste, weil hier ein Surge Greifring drauf ist, der aus Aluminium ist und nicht aus Edelstahl. Weiter geht's mit dem schwersten, was ich im Angebot habe. Meine Mountainbike Räder. Hier ist ein normaler Surge montiert, nicht der LT. Der normale ist größer und damit auch schwerer. Und diese Räder wiegen 2,5 Kilo. So, jetzt wird's richtig interessant. Als nächstes kommt das Spinergy Spox. Jeder kennt diese Räder und weiß, sie sind teuer und richtig leicht. Aber 1,8 Kilo ist nicht wirklich leicht. Und wenn man sich hier noch anschaut, dass da ein Alu-Greifring drauf ist, der ungefähr 200 bis 300 Gramm leichter ist als der Surge LT, den ich auf meinen Starek-Rädern habe, dann merkt man, dass es nicht wirklich leichter ist als das Standardrad. Weil ich auch nicht glauben konnte, dass dieses Rad wirklich so schwer ist, habe ich vermutet, dass eventuell ein Edelstahlgreifring verbaut ist. Um das zu testen, habe ich eine Flexscheibe auf meinen Dremel gemacht und eine Lasche vom Greifring angeflext. Und wir sehen, es fliegen keine Funken. Bei einem Edelstahlgreifring würden definitiv Funken fliegen. Hier halte ich die Scheibe an die Mutter und man sieht, es fliegen Funken. Es handelt sich also um Stahl oder Edelstahl. An der Lasche keine Funken. Sehr komisch, also dieses Rad scheint nicht leicht zu sein. Nach meinem Test hier würde ich behaupten, das Spinergy Spox Rad ist maximal 100 Gramm leichter als mein Standard Starek Rad, das ich euch am Anfang gezeigt habe. Weiter geht's mit meinen Trekkingrädern. Auf diesen Trekkingrädern ist ein Schwalbe Downtown verbaut und ein Surge LT. Und mit 1,9 Kilo sind diese auch nicht wirklich schwer. Am Anfang habe ich hier erwähnt, dass manche Räder doppelt so schwer sind wie andere. Wir erinnern uns, das Mountainbike-Rad hat gute 2,5 Kilo gewogen. Jetzt kommen meine Ultraleichträder mit einem Schwalbe One und einem Alu-Greifring drauf. Und diese wiegen 1,3 Kilo. Das ist ein wirklich leichtes Rad. Wenn man sich überlegt, dass ich im Vergleich zu meinen Standardrädern damit über 1,5 Kilo Gewicht spare, ist das richtig gut. Wir sehen hier also, wer seinen Rollstuhl leichter bekommen will,
der kann das ganz leicht mit den richtigen Antriebsrädern machen. Vor allem der Greifring und der Reifen, der drauf ist, machen einen riesen Unterschied aus. Wie seht ihr das? Achtet ihr auf Gewicht an eurem Rollstuhl oder ist euch das egal? Ich kann euch sagen, mit den leichteren Rädern habe ich beim Verladen meines Rollstuhls deutliche Unterschiede gemerkt. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ein leichter Rollstuhl für euch wichtig ist oder ob euch das eigentlich egal ist. Auch würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, klickt auf Abonnieren. Bis zum nächsten Mal bei Dom's Wheel World.